Es wird schon schön langsam. So, gehen wir ins zweite Training. Versuchen da natürlich das nächste Ding hier weiterzumachen. Also das Reifenmanagement. 4 Runden. Und ja, natürlich wieder gucken, auf Lila zu kommen. So, fliegende Runde. Und gib ihm. Also mal gut mit den Reifen umgehen. Das Wetter sieht jetzt nicht so mächtig aus. Ich hätte vielleicht mal auf den Wetterbericht achten sollen. Aber naja, habe ich halt nicht. So, ich fahre, wie gesagt, mit mehr Abtrieb jetzt. Vielleicht trägt sich das positiv zum Reifenmanagement bei, weil ich weniger in den Kurven rutsche. Dafür aber langsamer bin in den. Oh, wieso, dass ich da jetzt auf einmal einen Zurücksetzer hatte? Naja, egal. Einfach konstant fahren, versuchen, dass ich vielleicht eine lila Runde hinbekomme. Das reicht ja normalerweise. Oh, hier haben wir ein bisschen was zusammengekriegt an Lila. Das ist schon mal schön, wenn hier ein bisschen was zusammenkommt. Oh, verbrate ich eh gleich wieder. Ich kenne mich doch. Irgendwo lasse ich das immer liegen. Hier haben wir nochmal so ein Stückchen gefunden, wo es mehr verbraucht hat. Naja, aber mit Grün bin ich ja auch immer zufrieden. Zumindest in der Kategorie. Oh, und weg ist der Reifen. Uiuiui, so gerade noch Das Tempo grün. ist gut und die Reifenabnutzung in der letzten Runde war auch okay. Ah, schön, dass er für dich okay war. Für mich aber nicht. Das geht besser, definitiv. Das geht definitiv besser. Ah, immer schön aufpassen, was der Reifen macht. Dann weiß man auch, wo man vielleicht Fehler macht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Ah, ein bisschen runterfahren, ein bisschen früher bremsen. Muss ja nicht viel sein. Schon ist es mal hier ein bisschen lila. Von der Zeit her auch noch positiv, sogar 1,5 Sekunden. Aber hier geht so viel drauf. Boah, wird es lila oder grün? Okay, das Tempo Lila haben wir schon sogar. gut im Griff. Und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt, als wir erwarteten. Das war sogar lila. Respekt. Also, eine Lila haben wir schon mal. Für die 45 Punkte. Also dranbleiben. Weiter grün setzen. Und Delta natürlich auch im Auge behalten, weil wenn es Delta nicht passt, dann haben wir verkackt. Dann haben wir richtig verkackt. Und das wollen wir ja nicht. Ein bisschen mehr Gas geben. Grün bleiben. Vielleicht sogar lila. Es wäre super. Im Delta sind wir wieder grün. Das ist gut. Viel zu langsam. Aber wieder lila. Wir kriegen es wieder hin. Nochmal 15 Punkte obendrauf. Jetzt haben wir das neue Ziel von 45 Punkte eigentlich nur im Grün oder im Delta heimkommen. Das würde schon reichen. Da habe ich mich ein bisschen mit der Bremse verschätzt. Das tut den Reifen natürlich nicht ganz so gut. Aber dem Delta ein bisschen besser.
Benzin für etwa 4 Runden. Ja, ist ja schön, dass wir noch Benzin für 4 Runden haben. Den werde ich aber jetzt nicht unbedingt brauchen. So, dranbleiben. Oh, das hat gekostet an Reifen. Delta ist positiv, okay. Das passt ja dann. Ja, und das kriegen wir auch hin. 50 Punkte von 60 möglichen. Okay, dann können wir ja jetzt ein bisschen prügeln. Wir machen mal fett und geben mal Vollgas. Mal gucken, was wir aus diesen Boliden hier so rausquetschen können. Wir wollen eine lila Zeit hier. Und aus den Reifen noch machen können. Das ist ja auch die Frage aller Fragen. Achso, das ist schon wieder eine Ultrasoft-Strecke. Ist ja gut zu wissen. Also eine Ultrasoft-Strecke. Das ist ja schon mal schön. Sehr unanspruchsvoll mit den Reifen, so wie es aussieht, wenn man hier schon Ultrasoft fahren kann. Aber mit den Supersoft können wir echt was reißen. Ist eine Überlegung wert, ob man vielleicht nur mit den Supersoft starten. Und dann vielleicht, ja, nach vorne pokern können oder länger draus bleiben können. So, eine schnellste Runde gemacht. Das ist schon mal gut. Oh. Passt, würde ich sagen. Zurück in die Garage. Noch eine schnellste Runde gesetzt. So muss das. Eine Hausmarke, eine Duftmarke gesetzt. So, passt. Ja, Qualifying-Tempo würde ich mal sagen, hebe ich mir lieber für die dritte Session auf. Ja, wie sieht es von den Zeiten aus? 3/10. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Rausfahren werde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber ich würde sagen, da sind wir gut dabei, was wir da schon abgeliefert haben. Aber der dritte Sektor, da habe ich meine Problemchen. Im ersten und im zweiten Sektor hole ich da schon ein bisschen mehr Zeit raus. Aber es ist wirklich eine Überlegung, ob wir nicht die Supersoft probieren im Qualifying. Und dann natürlich, ja, anders spekulieren können. Mit einer ganz leicht anderen Taktik. Na, ich bin am Überlegen. Also, ich lege mir da schon ein bisschen was zurecht. Die Top 3 stehen nun fest. Ein Toro Rosso, Vettel und Nico Rosberg. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Unser Teamkollege ist auch Fünfter. Also, ja, den spült es auch ein bisschen nach vorne, dass unser Auto besser wird. Es liegt ihm halt auch ein bisschen besser als, ja, vorher. Ja, gut, dass wir es ein bisschen vorantreiben, dieses Auto. So, die ganzen Punkte. Wie viel haben wir am Ende? 518. Ja, ein bisschen was in der F&E-Sektion werden wir schon machen können. Wie sieht's aus? Nee, bis jetzt eigentlich noch nicht. Ja, aber mit dem nächsten Training, mit dem Qualifying-Tempo dürfte das hinhauen. So, das machen wir gleich mal. Qualifying-Tempo, fliegende Runde, gib ihm. Und ja, jetzt braten wir natürlich den Asphalt so, wie er sich gehört. Oder ja, fahren die Reifen in Grund und Boden. Und 3 Runden haben wir natürlich wieder Zeit dafür, eine optimale Runde hier hinzulegen. Natürlich gehört hier auch schon dazu, hier optimal aus der letzten Kurve zu kommen, hier Schwung mitzunehmen und dann hier nach vorne zu peitschen. So, mal gucken, was wir hier machen können. So. Ja, momentan sind wir im positiven Delta. Und sogar gewaltig. Und das im ersten Stückchen schon. Also hier hole ich eigentlich sehr viel Zeit raus. Alter, gut unterwegs sind wir. Also die Ultrasoft sind schon begehrenswert, muss man sagen. Auch wenn man hier mit den Supersoft sicherlich auch was reißen kann. Alter.
Was ist denn das bitte für eine Zeit, die uns da oben ja angegeben wird? Mehr oder weniger. Also das ist natürlich schon beachtlich. Schneller zweiter Sektor auch noch erledigt. So nebenher einfach mal auf die Schulter gepackt und mitgenommen. Ja, Magnus ist momentan Erster. Hier vielleicht mal nicht so viel Zeit liegen lassen. Aber für meinen Geschmack kam ich da jetzt recht gut durch. Alter, ich pulverisiere jetzt gerade. 1.11. 1.11 ist schon heavy. Es ist echt heavy. Na komm, die reite ich jetzt zu Ende, die Reifen. Nur ein paar Ressourcenpunkte für die Runden mitnehmen. Mal gucken, wie sich die nach ein paar Ründchen verhalten, die Ultrasoft. Ja, um da mehr Rückschlüsse ziehen zu können, ja, starte ich jetzt mit den Supersoft ins Qualifying. Oder mit den Ultrasoften. Was natürlich, ja, eine schwere Entscheidung ist. Aber man sieht, die verlieren massiv an Zeit. Gut, ich fahre auch jetzt bei Weitem nicht so gut diese Runde wie die erste. Ja, werde ich noch eine dritte dranhängen. Aber wenn man sagt, die Reifen sind jetzt schon fast Knülle. Also, ma, Ultrasoft ist jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl. Also die geben hübsch nach. Also holla die Waldfee. Okay. Das ist natürlich übel, wenn die so schnell unter uns hier abbauen. Dann können wir die fast nicht gebrauchen. Es würde uns zu viel im Rennen kosten. Da werde ich wohl oder übel auf die Supersoft zurückgreifen, um vielleicht später im Rennen nochmal auf die Ultrasoft wechseln zu können. Mal gucken, ob wir das überhaupt dürfen. Ich glaube aber nicht, weil das nicht die härteste Mischung ist oder eine harte Mischung ist in diesem Fall. Ich glaube, dass die harte Mischung hier soft ist und dann müssen wir mit denen fahren. Ja, nee, die sind definitiv keine Option. Ja, ist ja schön. Aber die schaffen eine gute Runde und dann komme ich nicht mal ansatzweise mehr an die Zeit. Also, wow. Das ist schon heavy. Die geben echt gut nach, die Schlappen hier. Also, da bin ich wirklich fast für die Supersoft. Vielleicht nicht als erster starten, dafür zweiter, dritter. Und dafür länger draußen bleiben können. Und immer noch gute, vernünftige Zeiten fahren können. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir dann anstreben. Im Qualifying. Ist echt gut so ein Training, weil da sieht man echt so was, was man sagen muss, dass besser wäre. Und für meinen Fahrstil bieten sich halt wirklich die Supersoft dann an. Das dürfte man zeitlich auch irgendwie noch hinbekommen, dass wir da konkurrenzfähig sind und bleiben. Ja, mal gucken. So, gleich dürfen wir in den Computer gucken. So, was sagt uns der? Haben wir noch irgendwas offen, was wir vielleicht in dieser Session erledigen können? Nö, wir haben alles fertig, deswegen würde ich mal sagen, werden wir diese Session beenden und dann gleich ins Qualifying gehen. Im Training schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Ein Toro Rosso, Vettel und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Also ich habe mich da 1,5 Sekunden vor Vettel setzen können. Das ist schon fast zu krass. Ich will jetzt nicht unbedingt den Schwierigkeitsgrad höher stellen. Wie gesagt, ich will mir dann eher versuchen anzueignen, weniger Fahrhilfen zu benutzen. Ja, mal gucken. Als nächstes wäre ja ABS dran, dass das draußen wäre. Ist eine Option, geht natürlich zu Kosten der Reifen. Und ja, mal gucken. Wann ich das machen werde. Aber so bald noch nicht. So, 595 Punkte. Ist ein bisschen was. Ja, hören wir uns die Voicemail an, was unser Team verkündet fürs Qualifying. Hi, wie
wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Okay, qualifiziere dich als Fünfter oder besser. Du solltest dich besser als dein Rivale Kimi Räikkönen qualifizieren und besiege Quert. Okay, wird gemacht. Wir versuchen unser Bestes. So, gucken wir nochmal in die F&E-Sektion. Ja, wir könnten den Luftwiderstand verbessern. Oder ich mach die hier oben. Naja, mal gucken. Also 950 Punkte kriege ich definitiv nicht mehr zusammen. Ah, Chassisgewicht würde uns auch einiges bringen. Naja. Ja, gehen wir zum kurzen Qualifying. Und versuchen dort was zu reißen, um gut in der Position zu stehen, um ja, schlagkräftig zu sein. Und effizient. Mal gucken, was dabei rumkommt. Danke, dass Sie an diesem Samstagnachmittag zugeschaltet haben. Das Qualifying hier in Österreich geht demnächst los. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Event. Es sieht gewaltig nach Regen aus. Gewaltig. Deswegen gib mir das Ding hier bitte. So, ich will die Supersoften. Danke. Ja, und dann gleich zur Strecke gehen. Ja, Park for me, fliegende Runde, danke. Ich hoffe, dass ich nicht direkt im Verkehr bin. Ja, wie gesagt, Wetter gefällt mir nicht. Deswegen will ich gleich mal auf Kacke hauen. Und hier gleich eine gute Zeit rausfahren. Bevor es das Regnen anfängt. Oh, komm schon. So, hier erstmal wieder gut durchkommen, durch die letzten zwei Kurven Schwung mitnehmen. Start und Ziel Vollgas. Und hier versuchen die Runde zu machen. So, fliegende Runde ist am Start. Ein bisschen vielleicht zu spät auf der Bremse. Mal gucken, was am Ende die Zeit dann so spricht. Aber voll konzentriert hier weitermachen. Wert, schnellste Runde 1,12. Also wird die 1,11 schon fallen. Also unser Teamkollege hat hier schon mal vorgelegt. Ah, komm. Können wir da noch irgendwo was gut machen? Ah, komm, drauf und dran bleiben. Ah, Räikkönen 1,12, noch irgendwas. Okay, wenn wir ungefähr in dieser Schiene rankommen können, wäre es natürlich super. So, komm. Ran da. Bam, 1,11, 4, 2, 1. Ich würde sagen, ja, wir können es gemächlicher angehen. Und hier schon mal auf mager stellen. Wie geht's den Reifen? 6%. Soweit will ich sehen. Und die wären ja nur 0,4 Sekunden langsamer. Also, und das sind sie ja nur in Anführungszeichen. Das sind Welten in der Formel 1. Ja. Aber momentan würde ich sagen, passt die Platzierung. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja, gut, dass es doch nicht regnet. Muss ja nicht unbedingt. Wieso denn auch? Ist jetzt nicht so, wie dass ich drum bettel. Und ja. Es haben wohl mehrere dran gedacht, dass es gleich regnen könnte. Wetter hat auch so ausgesehen. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so krass hier schon wieder dominiere. Und das mit den Supersoft nur. Ich weiß halt, wenn ich den Schwierigkeitsgrad hochstelle, dann werde ich einfach nur zersenzt. Ja, und manche Trainingseinheiten schaffe ich halt dann nicht, wenn ich hier ja so krass... Ja, wenn ich jetzt ABS ausschalten würde. Mal gucken, was ich dann wirklich als nächstes ausschalte. Aber jetzt bringen wir erstmal dieses Rennwochenende zu Ende. So wie es ist, ohne Einstellungsänderungen und.
Was mich immer irgendwie beunruhigt. Wieso werfen meine rechten Reifen, mein rechter Vorderreifen immer Blasen? Aber immer. Ist irgendwie ungewöhnlich. Naja. Hilft ja nicht. So, darf ich in das Gerät gucken? So, wackelt mal nicht so rum. Mir wird seekrank. So. Haben wir es jetzt? Danke. Ich kann jetzt endlich in die Zeiten gucken. Wir können mal ein bisschen Gas geben. So, wenn man sagt, wenn ich jetzt Raikönens Zeit nehmen würde und 0,4 Sekunden langsamer wäre, wäre ich immer noch Fünfter. Also, ja gut, da würde man aber trotzdem durchgereicht werden. Also, das war zu viel. 30 mehr geht nicht. Aber ich glaube, meine Zeit bleibt unangekratzt und das ist schon heftig auf der schlechteren Reifenmischung. Das sollte eigentlich fast nicht so sein. Erster Sektor war sogar Hamilton schneller. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind ein Toro Rosso, Hamilton und Nico Rosberg. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Gut, den Reifenpoker haben wir schon mal gewonnen. Sogar klar und deutlich. Fast ein bisschen übertrieben, muss ich echt zugeben. Also ich bräuchte so ein Zwischending an der KI. Ich weiß halt, dass auf Experte ich keine Schnitte mehr habe. Und das ist echt schlimm. Naja, hilft ja nicht. So, Bams. 675. Die Rivalität ist abgeschlossen. Aber er kriegt auch noch die 30 Punkte zusammen. Unentschieden. Okay. Ist natürlich nicht so geil. Ja, Fahrerstufe bleibt immer noch. Erster Fahrer ist klar. So, hören wir uns die Voicemail an, was die guten Herren in der Leitung hier von uns erwarten in diesem Rennen.